Kapitel 2, Teil 1. Symptome der Neugier. Oh mein Gott, das war knapp. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich! Guten Tag. Ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight schnell. Mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Wow, ein Klavier. Es klingt alt. Mr. Midnight? Bist du da drin? Oh, ein schönes Instrument. Da steht Jens und ich habe keine Ahnung warum. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen. Es wurde bestimmt dem König weggenommen und hier auf dem Schrottberg geworfen. Voll schade. Na gut, wir gehen mal weiter. Hier kann ich nichts mitnehmen. Hallo, Baum. Was ist, als könnte ich etwas mit dem Baum tun? Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn für Items? Ein Grünstift, mehr nicht. Benutze mit Baum. Das klappt nicht. Hm. Was habe ich erwartet? Kann ich gar nichts machen mit dem Baum? Außer ihm Hallo sagen? Offenbar nicht. Okay. Oh je. Okay. Hallo, Freunde. Wow, das ist ein echt großes Insekt. Oh wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige. Bist du real? Du fragst immer das Gleiche, immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist hier irgendwo. Eine Katze? Ja, mein Kätzchen. Schwarz und wunderschön, sehr süß und clever. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, gekaut und runtergeschluckt. Hör auf mit diesem Quatsch. Ich muss ihn wirklich finden. Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihn meinem Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Oh nein, jetzt will er mich verfüttern bestimmt. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören! Verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe! Alles ist falsch! Falsch! Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Nein, du bist ein Mörder. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Sollte ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. Okay. Ich bin nicht sicher. Ist es eine Falle? Hallo. Oh, er ist eingeschlafen. Oh, du Schwein. Hast du meine Katze gefressen?
Irgendwie glaube ich nicht. Wie soll ich den denn auch töten? Ich habe nur den Stift. Ja. Ich kann auch weiter nach links. Da ist eine Axt. Ja, wir nehmen die mal. Ach, guck mal, ein Igel. Wow, die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin der Dinge sein. Hallo, Eule. Was für ein Vogel bist du? Nun, ich könnte erstmal versuchen, diesen Baum zu fällen, mit dem ich ja auf jeden Fall auch irgendwas tun konnte. Oh, hallo. Versuchen wir das doch mal. Oh, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Wieso klappt das denn nicht? Ich könnte mal eine Pille nehmen. Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, das ist aber nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Es ist immer gut, einen Extraschlüssel zu haben. Besonders, wenn man etwas vorhat. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Ihr seid sehr ehrlich. Ich mag das. Ich bin ein Mensch. Fran. Schön, euch kennenzulernen. Interessant. Erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gib mir jetzt bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch, Fran. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen, wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Verstehe. Ja, ihr habt langes Haar. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen. Aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich hoffe, er ist nicht zu tief im Wald. Ich werde ihn finden. Wir werden hier sein. Und warten. Na gut, ich brauche einen Kamm. Stopp. Ja. Oh. Hallo. Was hat das zu bedeuten? Warum ist alles verschwommen? Oh, da hinten ist auch jemand. Ich gehe mal lieber weg. Der Baum ist ungefähr... Ah, nee, hier saßen die ja drauf. Was war der Baum? Ein Brunnen. Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen, um reinzusehen. Ich kann das nicht bewegen. Es klemmt. War so klar. Eingang hier. Eingang zu was? Vielleicht kann ich hier mit der Eule reden? Nö. Kann ich nicht. Aber ich habe ja meine Axt. Vielleicht kann ich die benutzen, um den Eingang aufzuschlagen. Ja. Und dann... Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. All meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Ach, ja, vielleicht wieder in der Welt ohne Pillen, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder hier irgendwo drin ist der Kamm. Ich kenne eine Geschichte, jemanden mit roten Schuhen und einem Hund. Ich auch. Ich auch. Okay, naja, ich habe ja jetzt dort hinten die Axt benutzt. Das heißt,
Hat sich nichts verändert. Da ist eine Feder. Oh, eine Feder. Kitzel, Kitzel. Die behalte ich. Ich mag sie. Okay, ich könnte kombinieren. Kombinieren. Aber ich dachte, ich kann eine grüne Feder machen. Untersuchen. Nein, das möchte ich untersuchen. Die Feder der Eule. Kitzel, Kitzel. Sie weiß also doch, dass es eine Eule ist. Was fragt sie denn dann? Na gut, was mache ich jetzt? Muss ich wirklich das Vieh töten? Ich meine, ich mach's. Da wäre ich auch weggerannt. Es muss doch einen anderen Weg geben. Hm, muss ich das jetzt in der Ecke drängen oder so? Ich versuch's mal nochmal. Oder ich kitzel es. Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich dachte, wenn ich es kitzel... Hm. Na gut, dann versuchen wir das nochmal. Ich krieg dich schon. Hm. Falsche Richtung, glaube ich. Ah. Ich kann mich auch nicht aussuchen, wo ich stehe. Und wenn ich jetzt eine Pille nehme? Oh. Nix. Hä? Sind sehr seltsame Blätter. Sie sehen etwas traurig aus und alt. Dinge auszuprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es nicht. Oh, hast du ihn schon gefunden? Den wunderschönen Kamm. Ich habe keinen Dieb gefunden. Nun, einige Dinge können nicht gefunden werden, weil sie dich finden müssen. Aber was jetzt? Wir dachten, du suchst auch deine Katze, stimmt das nicht? Doch, das stimmt. Also muss ich das Schwein töten. Aber ich weiß nicht wie. Hm. Kann ich den Bären kitzeln? Nope. Da kann ich auch nicht wieder rein. So viel bleibt dann ja gar nicht über, oder? Oh, was? Wo habe ich das denn auf einmal her? Nein, nein, nein. Kombinieren. Kombiniere Axt mit Tür. Kombiniere... Ich könnte die Tür irgendwo hinstellen und dann das Schwein in die Enge treiben, oder? Vielleicht hier? Am Baum? Nö. Ich bin nicht clever genug. Hm. Negativ. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Warum kann ich diesen Baum nicht fällen? Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt, sagt sie. Mich auch. Eine Tür. Eine Tür. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen? Ha? Kann ich das Pferd abhacken, den Kopf? Ne. Thank you.
will einfach alles zerstören. Benutze Axt mit Akkordeon. Benutze Axt mit kaputtes Bett. Wenn ich in der Pillenwelt die Tür auf den Brunnen lege. Oh, eine komplette Tür herstellen, bevor ich das versuche. Wie soll ich das denn machen? Vielleicht kann ich auch Antonio kitzeln? Damit er aufwacht. Kitzel, kitzel. Oh, die Gefahr ist groß. Groß. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Oh, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Ja, aber was soll ich dann tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren. Verstehe, aber wo finde ich denn dann diese Beeren? Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Sie leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Ich muss den echt wecken. Und ich laufe da rum wie eine Irre und suche und suche und suche. Gut, ab nach Hause zu ihm. Jetzt bin ich mal gespannt, wer Sie sind. Ein winzig kleines Haus. Das muss das Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Ich verstehe schon. Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Und habe einen Knauf, den ich direkt mal kombinieren werde mit der Tür. Der Griff hält nicht. Okay, also brauche ich noch irgendeine Art Klebstoff oder irgendwie sowas. Ach, guckt mal, was da ist. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Das ist gut an der Tür befestigt. Alte Menschen sind lustig. Sie tun unerwartete Dinge. Jetzt habe ich aber Glue. Das heißt, ich kombiniere den Superkleber mit Türgriff und dann kombiniere ich den Türgriff mit Tür. So, und jetzt habe ich eine Tür. Eine selbstgemachte Tür. Hoffentlich funktioniert sie. Ja, ganz bestimmt. Die Fleischkönigin. Okay. Wow, Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Ameise muss sie lieben. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt. Und er ist keine Ameise. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Oh, das ist das Haus von denen. Oh mein Gott, wer seid ihr? Ein Babykiefernzapfen. Wie süß. Okay, da sind die Beeren. Hey, du siehst böse aus. Wow, du bist sehr roh. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Okay, also die richtige Reihenfolge. Erst das Kind umstoßen, dann die Frau. Nee. Erst das Kind umstoßen. Mit dem Topf kann ich nichts machen. Was kann ich denn noch tun? Ich brauche die Beeren. Ich muss ihn schon anklicken danach und dann die Beeren. Hä? So? So? Ich lenke ihn gar nicht richtig ab. Es muss noch irgendwas geben. Die Frau?
Moment, ich verstehe das nicht. Kann ich noch was anklicken? Oh, wow. Ich nehme diese Tasche nicht. Nicht mit all den Ameisen darauf. Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Und er ist tot. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich muss sie loswerden. Tja. Aber wie? Was haben wir denn hier noch? Wasser. Vielleicht ertränkt der Ameise gerne kleine Monster da drin. Oder er ist vielleicht nur eine sehr saubere Ameise. Okay. Zeit für Tee. Was ist das? Unterhosen? Sie riechen gut. Opa-Seife. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Bisschen Fleisch geklaut. Kann ich das benutzen mit den Viechern? Ich habe Fleisch. Okay, was kann ich damit tun? Stinkig und roh. Fleisch für die Fresser. Vielleicht kann ich ihm das geben. Nee. So gemeint, das Kind die ganze Zeit umzuschubsen. Ich verstehe nicht, was ich da machen muss. Oh, hi. It's you again. Oh, vielleicht kann ich hier mit den Pillen was sehen. Midnight. Brumm, piep, piep. Schau, Fred. Ich bin in Gefahr. Oh nein. Wow, das ist wirklich ein großer Ameisenhügel. Es ist gruselig, wenn man bedenkt, dass Millionen Ameisen da drin sind. Vielleicht kann ich jetzt mit dieser Tür... Ja? Geh auf, warum bist du zu? Ich hab dich erschaffen. Ich befehle dir, dich zu öffnen. Ich bin dein Erschaffer. Das klappt wohl nicht. Hey, Antonio. Hast du jetzt die besonderen Beeren? Sie erlauben mir nicht, sie zu nehmen. Sie erlauben nie etwas. Wenn du sie fängst, ist es vielleicht einfacher. Sie fangen. Tja, wie soll ich die fangen? Benutze Fleisch mit Baum. Negativ. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich soll sie fangen. Wie soll ich sie fangen? Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Hallo, ist jemand zu Hause? Mehr kann ich hier draußen aber auch nicht tun. Sechseinhalb Stunden später. Ich hab no fucking idea. Oh, nee, nicht schon wieder die Fleischkönigin. Also, ich muss mich erstmal anders hinsetzen. So, aua. Und wieder raus. Benutze das Fleisch mit der Tasche. Negativ. Benutze Fleisch mit Ameisen. Ja! Okay, was hat er in der Tasche?
Auf der Tasche ist ein Antikäferzeichen. Die Tasche ist offen. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger. Arme kleine Monster. Okay, kann ich jetzt auf die Karte meinen Namen schreiben? Nee. Aber ich kann bestimmt die Mausefalle benutzen. Ah. Okay, Kind umwerfen, Mann umwerfen. Kind umwerfen. Bären nehmen. Ich hab dich. Tut mir leid, ich brauche die Bären wirklich. Habe ich jetzt welche? Nee. Jetzt habe ich welche. Schnell weg. Okay. Kollege Schwein, dir schmecken die Bären. Und jetzt muss ich tun, was getan werden muss. Oh mein Gott, das Bild. Ich will nicht. Ich hab's echt getan. Und in dem Schwein ist eine Ratte? Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame, du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Aber wo ist Mr. Midnight? Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze. Meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze Katze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist auch schwarz. Warte, vielleicht ist diese Katze meine Katze. Oh, meine Dame, wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Bitte sag mir, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast. Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit weg von hier. Okay, laufen wir der Ratte hinterher. Wie sie wegtapst. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott. Könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Okay, also wieder die Pillen nehmen. Oh Gott. Ratte? Wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Ach, geh auf, warum bist du zu? Ich hab dich erschaffen. Ach, warum? Warum? Ich dachte, die Ratte wäre jetzt der Dieb vielleicht. Vielleicht hätte ich dann nochmal mit ihm reden sollen. So. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut. Aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Okay. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. Ja, auch nett, dass ich den Kamm so easy zurückbekommen habe. Ich habe gedacht, das wird schwieriger, ehrlich gesagt. Kann ich hier noch was mitnehmen wieder? Die Beeren oder die Axt? Tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. No. Shit happens. Okay. Nun aber habe ich den Kamm und ich benutze ihn mit den Blättern. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Wie alle happy sind, dass sie die Haare gebürstet bekommen, gekämmt bekommen. Ach du Friend der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Oh, das war hübsch. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Okay. Ich dachte schon, ich habe ihn nicht. Ich habe den Schlüssel. Gut, dann gehen wir jetzt zur Tür zurück. Und zwar zu dieser Tür und benutzen den Schlüssel mit der Tür.
Na endlich. Es hat geklappt. Juhu! Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight? Bist du da?